über die tatsächlichen Verhältnisse dort unterrichtet worden wäre. Falsch unterrichtet von den Pressemonopolen fühlten sich gerade nach den Ereignissen im Herbst 77 breite Teile der bundesdeutschen Bevölkerung. Als vereinzelt auch Mitglieder von Bürgerinitiativen und sogar Christen zu Sympathisanten der Terrorszene gestempelt wurden, verstärkte sich der Ruf nach Gegeninformation. Ohne kapitalkräftige Hilfe von außen, ohne Aussicht auf Anzeigengelder, wie könnte es anders sein, entstanden verschiedene parteiunabhängige linke Tageszeitungsinitiativen. Mitglieder verschiedener regionaler Alternativgruppen, unter ihnen der Berliner Rechtsanwalt Christian Ströbele, kündigten vor einem Jahr auf dem Tunix-Treffen ihr Projekt mit dem Namen Die Tageszeitung an. Etwa vor einem Jahr bin ich gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, so ein Buch zu machen, weil ich vor 30 Jahren das schon mal gemacht habe, zum 10. Geburtstag der Taz, dicke Dokumentation. Allein wollte ich das nicht machen. Wen hole ich mir dazu? Isabel hat die Bildredaktion gemacht. Stefan Reinecke und ich haben die Textredaktion gemacht. Ich war für alle Fotos zuständig und habe mich dann durch den ganzen Schlamm gewühlt und dieses Taz-Archiv, wir haben ja noch ein Handarchiv, die alten Bilder rausgesucht, aber ich habe auch von vielen ehemaligen ganz viel Material bekommen und alte Tazler haben uns auch Fotos geschickt. Es war nicht so einfach, 40 Jahre Zeitung. 500.000 Seiten hat die Taz seit 78 gedruckt, seit der ersten Nullnummer, da eine Auswahl zu treffen. Und deshalb war Isabel sehr wichtig für dieses Projekt, weil wir ein Bilderbuch machen wollten. Ein großformatiges Werk, was man blättert, wo man natürlich auch sehr viel zu lesen hat. Das sind 400 Seiten und ist richtig dick. Aber dass man einfach auch blättern kann und die Bildgeschichte der Taz auch sieht. Also ich würde mir das Buch kaufen, weil das zwei verschiedene Dimensionen zeigt. Man hat einmal die Geschichte von der Zeitung über einen Zeitraum von 40 Jahren und man hat auch so einen politischen und gesellschaftlichen Abriss über diese Zeit. Also man begegnet ganz oft so Fotos oder auch Taz-Seiten und Geschichten, die so Aha-Momente haben. Auch mir selber ging das so, dass ich das vergessen hätte, wenn mir das nicht wieder in Texten begegnet wäre. Anfang Juli haben wir mit dem Layout angefangen und haben zwei Grafiker gehabt, die das Design gemacht haben von dem Buch und die es auch produziert haben dann mit uns zusammen. Und da hatten wir mehrere sehr lange Sitzungen, wo Isabel dann mit ihrem Fotostick vorbeikam und dann hatten die Grafiker, die Layouter noch 10 Tage die Druckvorlage fertig zu machen und am 1. August ist das Ding in den Druck gegangen. Wir haben überlegt, einen Moment, für so ein Jubiläum holt man sich Grußworte. Ja, fragen wir Gerhard Schröder oder Angela Merkel oder schlag mich tot, ob die jetzt schreiben, ja, herzlichen Glückwunsch und die Taz ist eine ganz wichtige Zeitung und so ein Zeug. Haben wir alles komplett weggelassen. Es schreiben also nur Autorinnen und Autoren, die hier aus dem Haus kommen oder hier im Haus waren. Ich habe schon vorgeschlagen, jeder Volontär, der hier anfängt, der muss das komplett lesen und wird dann geprüft, weil die Taz ist ein einzigartiges Unternehmen in gewisser Weise, nicht so ganz vergleichbar mit anderen. Und in dem Buch kann man eine Erfahrung davon kriegen, wie anders die Taz früher war und wie anders sie auch noch heute ist. Und deshalb wäre das für Volontäre, Praktikanten oder andere, die hier einen Job suchen, meines Erachtens Pflichtlektüre.